Chelsea ist einfach international eine gute Adresse. Und da waren einige Spiele im Vorfeld oder in den Jahren zuvor schon, die sehr interessant waren von beiden Mannschaften. Also von daher ist es so, dass wir auch in diesem Spiel, klar ist unser Ziel, dass wir das Viertelfinale erreichen und wir müssen da sehr konzentriert an die Sache herangehen, um ja einfach auch in den zwei Spielen gegen sie zu bestehen. Interessantes Los, sportlich attraktives Los. Wir hätte vielleicht einfacher kommen können. Vielleicht auch noch etwas schwieriger, ich weiß es nicht. Aber ist natürlich schon für uns ein richtiges Knallerlos und ich sehe uns aber trotzdem nicht chancenlos. Wir spielen ja nicht gegen Thomas Tuchel, sondern gegen Paris Saint-Germain und er ist jetzt Trainer bei PSG und macht da seinen Job und wir werden ihn natürlich, wenn er dann hier nach Dortmund zurückkommt, freundlich begrüßen. Ich habe mir jetzt noch kein Spiel von Tottenham angeguckt, weil wir morgen wichtige Spiele haben gegen Dortmund. Das andere ist im Februar. Das ist, ehrlich gesagt, interessiert mich das jetzt heute gar nichts, sondern wir freuen uns darauf, dass dann ein Spiel kommt, aber sonst hat es kein Interesse, inhaltliche Natur. Ich hatte auch noch keinen Kontakt zu José Mourinho. Ich freue mich dann drauf, ihn kennenzulernen, weil er, wie gesagt, sehr viele Titel gewonnen hat, ist ein Weltklasse-Trainer. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt freue ich mich erstmal auf Lucien Favre und der wartet morgen auf mich.